Klimaschule Hamburg. 66 Schulen in der Hansestadt tragen das Gütesiegel für vorbildliches Umweltengagement. Auch das Lise-Meitner-Gymnasium ist dabei, eines von vielen Gymnasien an der Elbe. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern engagieren sich im Klimaschutz. In der 9. Klasse stehen Solarexperimente auf dem Plan, als Praxisbeispiel für die Energiewende. Also besonders begeistert hat mich auf jeden Fall das Experimentieren mit den Photovoltaikzellen, wie wir es jetzt auch gerade eben gemacht haben, weil man da doch relativ viel lernt, was man auch später anwenden kann. Und besonders interessant ist es auch, dass es diese ganze Anlage auch in groß geht, nämlich direkt auf dem Dach unserer Schule. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule liefert Strom direkt in die Klassenräume. Auch für Wärme wird gesorgt. Die schuleigene Solarthermieanlage sorgt für warmes Wasser beim Duschen nach dem Sportunterricht. Die Umweltschutzaktivitäten des Lise-Meitner-Gymnasiums folgen einem verbindlichen Klimaschutzplan. Die vielfältigen Maßnahmen wurden von der Schule selbst erarbeitet. Die Grünen haben wir bereits erfolgreich umsetzen können. Die Gelben, das bedeutet, dass wir noch in der Arbeit sind. Und die Roten, das bedeutet, dass wir das noch nicht umsetzen können. Der Klimaschutz am Lise-Meitner-Gymnasium beginnt bereits in Klasse 5. Alle Schülerinnen und Schüler bekommen das nachhaltige Willkommenspaket mit Energiespartipps und Schulheften aus Recyclingpapier. Diese Hefte benötigen in der Herstellung 60% weniger Energie und 70% weniger Wasser. Außerdem im Willkommenspaket eine süße Überraschung. Und hier sind Gummibärchen, die 100% bio sind und die sind vegan. Das Klimaschutzkonzept bindet alle ein, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern. Und es greift nicht nur im Physikunterricht. In vielen Fächern ist der Umweltschutz Thema, auch in Geografie. Wir versuchen, die Schüler darauf zu sensibilisieren, dass sie selber auch einen großen Beitrag leisten können und das nicht mit dem gehobenen Zeigefinger. Stoßlüften statt Dauerlüften, Müll richtig trennen, Standby-Verbrauch vermeiden. Die Wastewatcher der Schule geben viele Tipps. Auch die Umwelt AG packt an, pflanzt Bäume auf dem Schulgelände. Und Klimaschutz gibt es auch beim Mittagessen. Die Mensa-Gruppe hat sich etwas ganz Besonderes für klimafreundliches, vegetarisches und gesundes Essen ausgedacht. Wir haben in der Mensa-Gruppe beschlossen, dass die gesünderen Sachen günstiger gemacht werden müssen und die Fastfood-Produkte im Gegensatz teurer, um die Schüler zum gesunden Essen anzuregen. Das Lise-Meitner-Gymnasium ist stolz auf seine Klimaschutzaktivitäten. Viel Energie und Geld konnte gespart werden. Und es gibt weitere Vorteile. Eine sehr große Bewusstseinserweiterung für die Möglichkeit, Probleme der Zukunft zu lösen. Dann ein Bewusstsein für Generationengerechtigkeit. Und darüber hinaus sind uns Anschaffungen möglich gewesen, die uns sonst nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel das Experimentiermaterial, was hier gerade zum Einsatz kommt. Vorbildlicher Einsatz für den Umweltschutz. Das Lise-Meitner-Gymnasium hat das Gütesiegel Klimaschule erneut erworben. Eine von 66 Schulen in der Hansestadt Hamburg, ausgezeichnet vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.